Hallo liebe Stiere, hier ist einmal die Kartenlegung, Tarotkartenlegung für den Dezember 2015. Das ist einfach für alle Stiergeborenen im Sternzeichen, im Aszendenten sowie im Mondzeichen. Es ist natürlich eine sehr allgemeine Legung, denn es gibt ja sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt und ich kann da jetzt natürlich nicht total individuell etwas sagen, aber ich kann doch eine allgemeine Tendenz feststellen, das mache ich jetzt gerne. Das ist ein Tarotkartendeck, das habe ich selbst gemacht, so wie ich die Karten verstehe. Ich mache das mal hier näher. Wobei ihr werdet die Karten in der Legung selbst auch nochmal bewundern können. Ich werde auch nochmal einzelne Videos machen zu diesem Deck. Und so kann man dann auch nochmal, wer Interesse hat, etwas mehr über die Tarotkarten lernen und erfahren. Aus meiner Sicht eben. Aber erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Aussagen. Vielleicht findet ihr euch wieder. Es lohnt sich auch, wie gesagt, den Aszendenten und das Mondzeichen anzuschauen. Und dann einfach mal alle drei Videos sich mal anzusehen, anzuhören. Oder ihr könnt mich auch kontaktieren und ich mache auch individuelle Legungen. Da könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. So, einmal hätten wir hier den Dezember, wie gesagt. Ich habe drei Karten gelegt und zwar hier die erste Spalte, das wäre das hier, ist ab dem 1. so circa bis zum 10. Dezember. Die zweite Spalte wäre ab dem 10. Dezember bis circa 20. Dezember. Und hier haben wir Jahresende und die wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir legen mal los. Hier hätten wir den Bereich Wellness, Gesundheit, Vitalität und einfach, wie du dich allgemein fühlst. So, die erste Karte an dieser Stelle vom 1. bis zum 10. hätten wir den Pagen der Stäbe, hier als Pippi Langstrumpf. Also eine sehr feurige Energie, sehr verspielt, sehr temperamentvoll, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießend, oder? Also du hast wirklich, du kannst Bäume ausreißen, du hast sehr, sehr viel Energie und Vitalität. Das ist halt in den ersten 10 Tagen, kannst du sehr viel erledigen in dieser Zeit. Also wenn du da noch wichtige Sachen hast in diesem Monat, die erledigt werden müssen, dann leg sie am besten auf den Anfang des Monats. Später ist die Zeit nicht mehr so günstig, aber das schauen wir nochmal. So, wir haben die nächste Karte. Es ist lustig, dass es hier wimmelt von Pagen. Also Pagen in dem Fall sind auch immer Chancen, die auf den Fragenden zukommen. Und sie symbolisieren auch oftmals Kinder. Das ist auch wieder individuell. Also vielleicht arbeitest du mit Kindern zusammen. Das kann gut sein. Oder jetzt in diesem Fall, wir haben hier den Pagen der Kelche. Und zwar ist das jetzt hier die zweite Spalte. Das war Gesundheit. Hier ist das Arbeit und ganz konkret das Thema Geld. Das kann gut sein, dass vielleicht ein Geldfluss kommt von einer jüngeren Person, mit der du vielleicht befreundet bist. Auf jeden Fall von einem netten, herzlichen, gefühlvollen Menschen. Pagen sind auch Prinzessinnen, also das kann männlich oder weiblich sein, das sagen die Karten jetzt hier nicht aus. Oder du liebst einfach deinen Job, also du hast total viel Energie hier. Es kann auch sein, dass du einfach total gern hast, was du tust und dir die Arbeit sehr leicht von der Hand fällt. Oder du einen Geldzufluss bekommst von einer jüngeren Person. Das wäre vom 1. bis zum 10. nochmal, wie gesagt, ne? So, die nächste Spalte wären die kreativen Projekte und Hobbys. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele Leute lieben ihr Hobby mehr als ihren Job. Oder sowas kann auch lukrativ sein, sowas kann auch ein Nebenverdienst sein, den du super magst, der dir auch Kraft gibt und Inspiration. Also das ist alles hier kreative Projekte einfach und Hobbys. Oder kleine Nebenverdienste, sowas in der Art. Also mit deinem Hobby kannst du gerade recht gut Geld verdienen. Das ist die letzte Karte bei den Münzen. Also Münzen sagt dir schon alles. Pentakel. Und das sind die 10 der Münzen. Und die Karte rät aber auch ganz klar dazu, keine Details zu übersehen. Also
Die 10 der Münzen jetzt hier in dem Fall, das ist auch eine Familienkarte, so der Clan, das Erbe, oder? Ich habe die jetzt hier so ein bisschen vornehm gemacht, diese Münzreihe. Aber da mache ich ja, wie gesagt, auch noch ein Video dazu. So eine hochnäsige Münzfamilie, sage ich mal, ganz salopp, oder? Die übersieht vielleicht auch mal das eine oder andere Detail, ist vielleicht sehr mit sich und seinen Ahnen und ihren Ahnen beschäftigt oder der Gesellschaft oder den Normen der Gesellschaft oder sowas. Also die Karte rät dazu, auch mal nach rechts und nach links zu gucken. Ja, auch mal sich vielleicht irgendwie von jemandem eine Meinung anzuhören, wo man jetzt nicht sonst, mit dem sonst nicht sich unterhalten hätte oder irgendeine andere Informationsquelle, auch ruhig einfach mal anzuhören oder offen zu sein für die Umgebung. Also im Falle kreative Projekte und Hobbys hätten wir hier nämlich die Chance, wirklich ganz gut Geld zu machen. Sogar mit Spaß an der Sache, ja? Das kann natürlich auch sein, dass in deinem normalen Beruf auch etwas Kreatives oder Spannendes auf dich zukommt. Auf alle Fälle sind die finanziellen Gegebenheiten am Anfang des Monats recht gut. Die Liebe. Ach, schön. Das finde ich sehr spannend. Du weißt ganz genau, was du willst. Also du weißt genau, wie dein Herz schlägt, für wen, wo du hin möchtest. Du bist dir klar in deiner Entscheidung. Das ist auch erstmal so eine innere Karte, die weist erstmal auf Alleinsein hin. Vielleicht fordert sie dich auch auf, dir erstmal klar zu werden, wen du willst oder was du möchtest im Leben, wen du liebst und für wen du einstehen möchtest. Das kann eine Aufforderung sein, das zu tun, oder du hast es bereits getan und bist einfach alleine und kennst deinen Weg. Das ist der Hermit, also Hermit, the Hermit, der Eremit ist das, die Karte 9. Das ist so der den anderen Menschen den Weg weist und im Dunkeln läuft und die Laterne hält und Licht gibt. Und die anderen, also ja, die Menschen folgen diesem Licht. Der Lichtbringer, ja? Und allein sein heißt nicht einsam sein, sondern einfach entschieden zu sein auch. Das heißt nicht, dass du dich allein einsam fühlst, aber du bist vielleicht allein in dem Fall. Oder du bist in einer Beziehung und weißt aber einfach den Ausgang oder was es bedeutet. Du kennst die Bedeutung der Dinge. So. Hätten wir dann auch noch mal einfach Freundschaften und das soziale Umfeld. Das kann die Familie sein, können aber auch Arbeitskollegen sein. Also einfach Menschen, die dich umgeben. The Hanged Man, der Gehängte, das heißt, dass du Erwartungen loslassen musst. Vielleicht bist du dir auch so klar, wen du willst in deinem Leben oder wo dein Herz schlägt, dass du diese super hohen Erwartungen auch an diese Person hast, aber diese vielleicht gar nicht erfüllt, auch noch in Sachen Liebe, auch wenn das hier das normale Umfeld ist. Ich meine, irgendwo müssen wir die Leute ja kennenlernen. Und wo lernen wir sie kennen? Irgendwo in unserem sozialen Umfeld natürlich. Also da hakt es irgendwie. Kann auch sein, dass du bestimmte Erwartungen hast an Menschen, an Freunde, an deine Kinder, an deine Familie, wie auch immer. Oder an die Person, für die du dich ja auch schon entschieden hast oder wo du weißt, wie du deinen Weg kennst. Vielleicht ist auch dein Weg vom Eremiten, dass du alleine bleibst. Das kann es auch sein, oder? Aber da ist eine Störung. Und der Gehängte bedeutet einfach, dass du Erwartungen hast, die gar nicht sein müssen. Also du sollst loslassen. Du sollst die Erwartung loslassen. Und wenn du das tust, dann bist du wieder in Frieden mit deiner Umgebung. Und dann geht es auch schön weiter übrigens hier. Aber dazu komme ich später. Also du musst erstmal was loslassen, eine Erwartung loslassen. Und danach bist du auch glücklich wieder, ja? So, jetzt kommen wir wieder zum 10. bis zum 20. hier in Sachen Gesundheit. Also, nutze die Vitalität des Pagen der Stäbe. Erledige alles, was zu erledigen ist. Hier, das sind hier die drei der Schwerter. Das ist die Sorgenkarte. Du machst dir über etwas Sorgen. Schwerter sind ja Messer, oder? Also ich weiß nicht, wie dein Gesundheitszustand ist. Vielleicht steht hier noch echt ein Eingriff bevor. Das ist natürlich wieder individuell. Ich kann da jetzt nicht für jeden sprechen. Du weißt selbst, um was es geht. Also die Situation, die wird dir Sorgen bereiten und sich zuspitzen in der Mitte des Monats. Also nutz hier die Energie. Was auch immer du anpacken musst, was auch immer du verändern musst und aktiv werden musst, tu das hier wirklich am Anfang des Monats. In der Mitte wird es sorgenreich werden.
Das ist auch hier Herzbruch irgendwie in Sachen Liebe jetzt zum Beispiel. Herzbruch, ja, dir geht's einfach nicht gut. Du bist traurig, du machst dir Sorgen auch. Ne? Was genau ist der Ausgang? Na gut, ich sag's schon mal nicht, dass du. Also wie auch immer, wo du gerade steckst. Ne? Also der Ausgang ist ganz gut. 9 der Münzen ist eigentlich ganz gut. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Okay, Arbeit und Geld. Ja, also, weißt du, entweder du machst dir Sorgen, 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 Sorgen und das geht auf deinen körperlichen Zustand über, oder du hast einen Eingriff vorzunehmen, der dich lahmlegt. Hier passiert nichts. 5 der Schwerter, das ist eine Konfliktkarte. Also, da ist beruflich gerade in dem Fall wenig zu holen, sag ich mal ganz salopp. Erledige die Sachen hier, nicht da. Ja, du wirst es selbst wissen. Vielleicht musst du dich auch davon erholen, ja. Vielleicht passiert hier etwas, wo du dich hier erholen musst. Okay. Diese Kartenlegung. Die sind immer so, wie man gerade vorhat, sein Leben zu führen. Also das heißt, wenn du, man kann auch fragen, zum Beispiel, wie wird der Ausgang sein, wenn ich den und den Weg gehe? Dann sagen die Karten, ja, Logo. Das Ursache und Wirkung. Also du machst das Ding A und dann kommt natürlich gleich, also dann das Resultat ist dann B, oder? Aber wenn du dann zum Beispiel eine andere Entscheidung fällst und dir denkst, ich gehe einen anderen Weg, dann bekommst du auch ein anderes Kartenbild. Okay? Vielleicht, überleg mal, vielleicht ist das auch eine Sache, die sich irgendwie verändern lässt. Okay? Vielleicht hast du auch etwas Gefährliches vor, was nicht anzuraten ist. Okay? Vielleicht fährst du irgendwie ein Autorennen und du solltest es irgendwie lassen, weil da gerade die Wetterbedingungen scheiße sind oder so. Also das ist einfach so, wie gesagt, da kommen Sorgen auf dich zu, wenn du diesen Weg gehst, den du vorhast zu gehen, in dem Fall. Wenn du mehr wissen möchtest, kannst du mich auch gern persönlich kontaktieren oder wie gesagt, auch die anderen Videos zu deinem Aszendenten und dem Mond dir anschauen. Aber bleib objektiv, da muss man keine Angst haben. Das lässt sich alles erklären und es lässt sich oft eine Lösung finden. Also, Work and, naja, also Arbeit und Geld ist so in der Mitte des Monats nicht so dolle. Kreative Projekte, ja, da braucht es auch Geduld. Also, da musst du dich durchkämpfen, um irgendwie Vitalität oder irgendwie kreativ zu sein oder deinen Hobbys nachzugehen. 7 der Stäbe, das ist Kampf. Irgendwie und also du musst schon einfach kämpfen für dein Ziel. Vielleicht bist du körperlich gerade etwas angeschlagen und hast keine Lust, irgendwie einen Fuß vor die Tür zu setzen. Das kann sein, ja? Aber du musst dafür etwas kämpfen. Und es wird dir nicht geschenkt. Lebensfreude vielleicht oder die Kraft, etwas zu unternehmen, deinen Hobbys nachzugehen oder etwas, was dich inspiriert. Bleib im Bett Mitte des Monats. Oder entscheide dich auf irgendeine Art und Weise anders. Ne? Die Liebe. Die Liebe. Da hatten wir ja den Hermit, den Eremiten. Du bist dir ganz klar, was gerade abgeht in deinem Herzen und in deiner Wahrnehmung. Two of Wands ist eine Unentschiedenheit. Es sind zwei Stäbe. Zwei Stäbe, vielleicht auch zwei Personen. Aber du bist irgendwie unentschieden. Oder die Situation ist unentschieden. Du weißt genau, was du fühlst, aber die Situation ist sehr unentschieden und sehr locker. Also da, das ist einfach, das ist nichts Festes, ja. Es ist sehr locker und gleichgültig. Also vielleicht ist eine Person, die du liebst, etwas gleichgültig. Oder du bist allein. Es kann auch gut sein, du bist alleine und dir sind die Personen in deinem Umfeld eher gleichgültig, mit denen du eine Herzensbindung oder eine Beziehung eingehen könntest, ja? Da ist wirklich nicht mehr zu sagen. Zwischen den Stühlen stecken soweit. Ist in Mitte des Monats, in der Liebe. Also, und dann hier Familie, Freunde und Umgebung.
Ass der Münzen. Also da, vielleicht hilft dir jemand in deinen gesundheitlichen Sachen, ja? Vielleicht hilft dir jemand finanziell. Also das ist einfach. Ass der Münzen. Die Münzen repräsentieren Gesundheit und das Materielle. Also es kann gut sein, dass du einfach Hilfe bekommst von deiner Familie oder von nahestehenden Personen oder von sehr guten Freunden. Also deine Freunde stehen dir schon bei. Was auch immer ist. Du musst es halt nur irgendwie loslassen, eine Erwartung oder eine Geisteshaltung. Und dann sind da schon Chancen, auch glücklich zu werden in deiner Umgebung, ja? Oder in deinem Arbeitsumfeld. Das kann auch sein. Gut. Wir haben die letzte Spalte. Das ist einmal hier der 20. bis zum Schluss, also auch Weihnachten. Also, was auch immer das Problem war hier, löst sich ganz gut. Also, da ist wieder Vitalität und Gesundheit da. Auch schön grün hier, oder? Und Glück. Also, du hast Glück. Anders kann man das nicht sagen. Also, das ist auch so die typische Glückskarte im Tarot, die irgendwie entweder materiellen Gewinn anzeigt oder einfach Glück in der Sache. Und wir haben ja hier gefragt nach der Gesundheit. Also, du hast Glück. Mach dir da nicht ins Hemd. Was auch immer du da hast persönlich, okay? Arbeit und Geld. Ja, du bist stabil. Ja, du brauchst dir keine Sorgen zu machen um Geld. Auch wenn jetzt hier du jetzt nicht so die Möglichkeiten hattest, welches zu scheffeln oder irgendwie arbeiten zu gehen oder whatever da jetzt war. Und es ist auch die Karte der Sparsamkeit. Vielleicht sparst du im Moment auch einfach und gibst nicht so viel aus, okay? Oder knauserst ein bisschen. Vielleicht ist Knausern auch nicht so cool an Weihnachten. Aber wie auch immer du Weihnachten feierst, jeder hat da ja seinen eigenen Stil. Und deine persönliche Situation, wie gesagt, kann ich nicht genau einsehen. Aber du bist stabil, das ist kein Ding. Alles wird gut. Okay. Wir haben hier in Sachen kreative Projekte und Hobbys klärt sich etwas. Also, du hattest hier viel zu kämpfen. Also, am Anfang des Monats war alles noch gut. Hier hast du dich durchgekämpft. Und da, oder hier wirst du dich noch durchkämpfen. Und hier klärt sich einfach etwas. Du wirst klären, was für dich noch von Belang ist, welche Hobbys oder welche Projekte du weitermachen wirst und was du fallen lässt. Aber das klärst du am Ende des Monats. Vielleicht wirst du auch merken, dass dir auch etwas irgendwie zu viel den Nerv raubt irgendwie. Oder vielleicht denkst du, dass du einen anderen Weg gehen solltest. Oder vielleicht fängst du was Neues an. Vielleicht wirst du auch hier Zeit haben, um auch mal zu reflektieren, ja, okay. Und wenig aktiv sein. Vielleicht ist das auch ganz gut. Schachmatt oder wie auch immer, einfach Zeit zu haben. Vielleicht ist auch einfach mal Zeit. Kann auch gut sein. Und hier wird sich wirklich eine kristallklare, ganz, ganz klare Entscheidung manifestieren. Oder du wirst dich entscheiden, was dein Weg ist. Und dann brauchen wir manchmal auch schwierige Situationen, damit wir überhaupt, ja, manchmal werden wir gezwungen nachzudenken. Ne? Machen es dann nicht von selbst oder so. Okay. Die Liebe. Ach du großer Gott. Du weißt immer noch, was du willst, okay? Du stehst, da ist irgendwie, die Partner sind so ein bisschen gleichgültig vielleicht. Oder du bist es. Du bist gern allein oder du weißt, wen du willst und die sind gleichgültig. Oder du bist gern allein und hast dann so ein bisschen irgendwie ein paar Flammen im Feuer, aber nicht wirklich was Richtiges. Oh, okay. Also das heißt, wenn du jetzt hier total weißt, wen du willst, du musst dich hier ganz schön durchkämpfen. Weil das ist vielleicht eine Person, die entweder heiß begehrt ist, wo du auch einfach echt ran musst. Du musst da kämpfen. Du musst dir zeigen, was abgeht und dich durchkämpfen. Die Konkurrenz schläft nicht. Auf Deutsch gesagt, ja? Gut. So. Ende gut, alles gut. Familie oder Freundeskreis oder so. Oder auch Arbeits. Team, die drei der Kelche, das bedeutet Frieden, Feierabend, sogar Hochzeit teilweise. Wobei das hier, glaube ich, nicht angezeigt ist, eine Hochzeit, weil das ganze Liebesdeck ist halt noch schwierig. Aber du wirst einfach schöne Weihnachten haben. Das würde ich einfach mal jetzt so sagen. Und damit will ich auch gerne dieses Video abschließen. Ne?
Also liebe Stiere, ich wünsche dir, ich wünsche euch frohe Weihnachten, eine wunderschöne Zeit. Und wenn ihr Lust habt, mich zu kontaktieren wegen dem persönlichen, wegen einer persönlichen Legung, dann tut das einfach. Bitte liked dieses Video und teilt es ruhig bei Facebook und so. Dann schauen sich auch noch mehr Leute das Video an. Also alles Liebe, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann bis Januar wieder.